Drohne, teures Gadget oder wirklich das Geld wert? Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal von Brunner Vibes. Und ich möchte dir heute so ein bisschen aufzeigen, Drohne, brauche ich das oder nicht? So, wir können ja gerne mal ein bisschen aufzeigen, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile einer Drohne. Fangen wir doch mit den Vorteilen an. Also mit der Drohne kannst du sicher Perspektiven filmen, die du wahrscheinlich sonst nicht hinkriegst. Also du kannst natürlich von ganz speziellen Perspektiven, von oben von der Seite, mal ein bisschen Überblick schaffen. All die Bilder kannst du eigentlich machen. Sie ist eigentlich relativ klein, je nach Modell. Nimmt auch nicht so viel Platz weg. Vom Gewicht her geht es eigentlich auch noch. Ja, das sind eigentlich so die Vorteile. Die Nachteile einer Drohne sind, also es ist teuer, es ist nicht so günstig. Ich glaube, die hat 1500 gekostet, Euro oder Schweizer Franken. Du musst es üben. Also es gibt schon viele Modis in der Drohne, wo dann sehr einfach sind, aber trotzdem so gute Aufnahmen zu machen, brauchst du erstens Zeit und du musst das halt wirklich draußen üben können. Also du musst dich mit YouTube-Videos anschauen, was für Drohnen-Moves sehen gut aus. Das ist wie wenn du mit dem Handy rausgehst und einfach ein bisschen filmst, dann kann man auch sich ein bisschen inspirieren lassen, du brauchst ein bisschen Zeit. Und wie muss ich das fliegen, wie sind die Joysticks, für was sind all die Tasten? Also nicht, dass das nicht mega toll ist, um das zu lernen, aber nur, dass man das nicht vergisst, das ist nicht einfach steigen und einfach losfilmen. Dann ein weiterer Nachteil ist natürlich, dass wenn man irgendwo dagegen fliegt oder sie abstürzt, kann es sein, dass die kaputt geht und dann muss man sich reparieren lassen. Also es sind sehr viele Kran. Es gibt da schon solche, die sind ein bisschen robuster, aber die meisten sind schon sehr viele Kran. Sie haben da schon so Sensoren und so, aber je nach Modus sind die auch ausgeschaltet, das geht dann gar nicht oder es wird dann nicht erkannt. Es ist halt immer noch nicht so, dass man jetzt 100% safe fliegen kann. Genau, einfach das muss man beachten, dass es schon auch zu Crashs kommen kann und dann, wenn es zum Glück ist noch nie passiert, ich hatte schon ein paar Mal fast Crashs, zum Beispiel bei meinem ersten Flug bin ich fast in Felsen reingeflogen und da war sie dann, wäre sie dann ins Wasser, ins Meer und ich hätte sie nie mehr gefunden. Das ist der eine Nachteil, dann natürlich ein weiterer Nachteil ist, dass man sich wirklich sehr gut informieren muss, wo und wie man eine Drohne fliegen darf. Also jedes Land hat eigene Regeln. Da fängt es an mit Gewichtsklassen. Was darf ich, wo darf ich fliegen, wie darf ich fliegen? Also das ist, jedes Land hat eigene Regeln. EU ist ein bisschen, hat das ein bisschen Regeln vereinfacht, also zusammengelegt für die verschiedenen Länder, aber auch da gibt es unterschiedliche Spezialregeln. Es gibt auch eine Pflicht zum Teil bei Drohnen, dass man da draufschreiben muss, wem die gehört und auch, dass man eine Lizenz machen muss, dass man auch eine Versicherung hat und dass man auch mit der Drohne verbindet, also dass das seine ist, wenn die mal irgendwo gefunden wird oder falsch geflogen wird, dass das dann man ist ja verantwortlich, was man fliegt und wie man fliegt und das ist sehr wichtig, dass man die Regeln auch einhält. Das ist zum Teil halt ein ziemlich hoher Aufwand. Das Problem auch noch bei einer Drohne ist, dass man ja eigentlich fast nie einen gesprochenen Inhalt reinpacken kann. Es gibt schon, ich hatte auch schon Ideen, das habe ich jetzt noch nicht umgesetzt, dass man wirklich sprechen kann und die Drohne fliegt. Also eigentlich kann die Drohne meist nur verwendet werden für sogenannte B-Rolls, das heißt für Videos, die eigentlich einfach schön aussehen, aber keinen Inhalt haben. Also man braucht eine Drohne alleine, ist dann schon schwierig. Klar, man kann eine Drohne auch, die hat ja auch hier vorne so ein Gimbal, also die Kamera ist da aufgehängt, seht ihr da vielleicht. Das heißt, wenn ich die so bewege, dann bleibt die schön still. Man kann jetzt mit einer Drohne auch normal filmen, das heißt, du hältst sie in der Hand, drückst auf der Fernbedienung auf Aufnehmen und kannst jetzt mit der filmen. Das würde natürlich auch gehen. Du bist natürlich eingeschränkt durch das Objektiv, das ist dann einfach immer gleich. Du kannst ja nicht zoomen und so. Dass du
aber trotzdem wahrscheinlich noch eine zweite Kamera brauchst, wie jetzt die hier, mit der ich noch filme, wenn du ihnen was Gesprochenes sagen willst oder eine Story erzählen willst. Das heißt, es ist nicht eine alleinige Kamera, sondern es ist wie eine Zusatzkamera. Was man auch noch beachten muss, ist, dass in den meisten Ländern, dass man die Drohne immer auf Sichtweite fliegen muss oder ja, muss. Und bei dem kleinen Gerät hier ist es schon so, dass wenn man muss genau wissen, wie weit man wegfliegen kann, damit man es noch sieht. Und man fliegt ja meistens da nicht so, sondern so, weil man möchte ja auch sehen, was auf dem Bild ist. Also man darf dann eigentlich dann nur fliegen, wenn jemand anders dann immer schaut, wo die Drohne ist und ob da in ein Vogel oder ein Flugzeug oder was auch immer. Gut, Flugzeuge, da gibt es sowieso Regeln. Meistens darf man da gar nicht fliegen, wo Flugplätze sind. Aber dass man da sieht, dass jemand zweites dann auch die Drohne im Sichtfeld hat. Super schöne Sache, mega tolles Gadget. Gibt es jetzt aber eine Alternative dazu, weil es ist ja schon sehr aufwendig. Und ich hatte eigentlich, bevor ich eine Drohne hatte, hatte ich das Teil hier. Das habe ich im letzten Video auch schon erklärt. Das ist eine 360-Grad-Kamera. Da gibt es auch ganz viele Tools dazu, wie du die verwenden kannst. Das Tolle daran ist, dass du da unten, wo ich jetzt das Stativ habe, kann man wegnehmen und man kann irgendwas dran machen. Und weil die so leicht ist, kann man das da verlängern. So, seht ihr das schon ziemlich lang, oder? Wenn ihr es hier auf dem Video seht. Und jetzt das Beste daran, man macht einfach mal die zweite Stange ran. Kann man da auch unten gleich ranschrauben. Und so, jetzt zeige ich euch das mal so von hinten. Also ich habe hier das Ende, wo ich das dann halte. Und dann geht das da. Es gibt da sogar eine Stange, die ist in einem Stück, die ist glaube ich 3 Meter lang. Mit dem kann man schon sehr viele Sachen zeigen, wo man eigentlich gar keine Drohne mehr braucht. Das heißt, wenn du irgendwie so hinter dir herfliegen willst mit der Drohne, dann müsstest du ja wie, du siehst dann so noch den Controller, dann fliegst du so, du fliegst hinter dir her, wie sie da so einen Horizont zeigt, also auf einem Stein oder irgendwas. Mit dieser hier hast du einfach den verlängerten Stab, hältst das so nach hinten, den Stab sieht man dann eigentlich nicht, weil der wird wie ausgeblendet und hat eigentlich genau das Gleiche. Oder man fliegt dann so, kann den Stab so nach vorne durch, ist jetzt halt natürlich ganz kurz, kann man dann verlängern und dann sieht es so, als würde die Drohne so rumfliegen. Das nennt sich ja Fake-Drohne, ihr müsst das mal suchen. Es gibt da ganz viele Beispielvideos. Man muss da keine Lizenz haben, man muss sie nicht anmelden, man muss keine Versicherung haben, alles das fällt weg, alles. Klar, man kann da nicht 30 Meter hochgehen, außer ihr macht da so ein Konstrukt, das 30 Meter lang ist, aber meistens ist es eher so, dass man eh tief fliegen will, damit man auch den Mensch, dass der nicht dann so klein ist, sondern halt trotzdem ein bisschen zu sehen ist auf dem Display. Und deshalb habe ich viele Aufnahmen auch so gemacht, ja, weil die echt wirklich sehr, sehr, sehr gut werden. Und es ist einfach viel einfacher. Du schraubst sie zusammen, du musst keinen Akku laden, du musst, also klar, der da drin, aber der hält natürlich viel länger als so ein Akku hier drin. Hier habe ich 3. Kannst du eine Viertelstunde lang fliegen und dann solltest du es wechseln, weil wenn du nur noch 20% hast, dann kannst du nicht sehr weit weg fliegen, weil sonst kommt sie dann nicht mehr zurück. Du musst sie nicht steuern, du musst das nicht lernen. Klar musst du ein bisschen lernen, wie du das hältst und so, aber das ist dann halt viel einfacher, praktischer anzuwenden. Ja, und deshalb ist das eine super Alternative zu einer Drohne. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Lasst doch einen Daumen hoch da und ein Abo, das unterstützt uns. Ciao!